So, sehr gut. Ja. Mach's kaputt. Wir kassieren unseren ersten Schaden. Oha, ist Feuer ausgebrochen. Da habe ich ein bisschen Schaden kassiert. Das sah aus wie ein Krähenstapel. Ein bisschen Mais ernten. An dieser Stelle. Angreifen, ausweichen. Okay. Angreifen, Attacke. Diesen Krähenstapel. 6 von 20. Errungenschaft freigeschaltet, Schädelknacker. Aha. Du bist ein paar Errungenschaften fürs Team. Das freut mich. Okay, hier mal. Von Skeletten befreit. Hier liegen jetzt überall Monster-Essenzen verstreut. Jetzt habe ich ein paar Gegenstände. Okay. Monster-Essenzen. Die will ich finden. Achso, das sind diese grünen Punkte. Das sind die Monster-Essenzen. Verstehe. Das ist heilig. Alles klar. Den Krähenschnäbel haben wir schon. Slayer Z kommt im Stream und sagt, Junge, hör auf mit YouTube. Zurück, sagt Modi. Ich habe leider gerade keinen Moderatoren mit dabei, der könnte dich mal gleich mal blockieren. Und nein, das werde ich nicht tun. Ich mache jetzt seit fast 5 Jahren YouTube, ich höre jetzt nicht mit auf. Tut mir leid. Das muss ich leider... Ach doch, Modi ist der Moderator. Kann er gleich mal Blockierung aussprechen. Na, sorry. Keine Mods, okay, danke. Ja, sorry. Hab dich nicht mehr als Mod wahrgenommen. Du bist natürlich der König der Mods. Zurück, sagst du. Wohin zurück? Irgendwo Krähen. Und Modi sagt zurück. Wann hat er zurückgesagt? Muss jetzt wieder runter oder? Wo mich da was übersehen? Ich habe doch hier geguckt. Da war nichts. Keine Beleidigung hier im Chat. Slayer. Oh. Sehr hübsch. Wer bist denn du? Ich hätte dich fast übersehen. Warte, warte. Bitte tu mir nicht weh. Hä? Du kannst sprechen? Ja, und ich komme in Frieden, edler Herr. Bist du dir da sicher? Du siehst aus wie ein Monster. Du bist so leer, so leblos, ohne Seele. Ja genau, so steht es in meiner Jobbeschreibung. Ich bin nämlich Verkäufer. Na, das erklärt einiges. Am Berg soll ich nochmal hingehen. Rechts, wo das grün leuchtet. Ist das hier oder? Ich bin ja schon da. Mir leuchtet es ja grün. Na, das erklärt einiges. Gut, dass ich dich gerade am Wickeln habe. Ich hätte eh noch eine alte Rechnung zu begleichen. Nein, nein, nein. Hör auf. Ich habe hier ein oder zwei Angebote, die du nicht ablehnen kannst. Ich habe ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Partanspielung. Ja, genau, der Händler, den meinte ich. Was hat sich dein Geschäft etwa noch nicht totgelaufen? Ich verkaufe diese feinen Häute. Ich häute ein paar Tote hier und da, damit andere in ihre Haut schlüpfen können. Manchmal habe ich aber auch die Lederjacken im Angebot. Na gut, die zielen wohl alles Waren des täglichen Bedarfs. Dann kann ich dich wohl doch nicht umbringen, aber ich möchte einen Rabatt. Das versteht sich von selbst. Jetzt schau dich ruhig um. Oha, jetzt können wir Sachen kaufen. Oh, für 5 Krähen könnten wir jetzt einen Metzler kaufen. Für 10 könnten wir schon den Cowboy kaufen. Für 15, 20, 30, 40. Okay, für 5 Krähen können wir einen Holzfäller kaufen. Warum nicht? Wir haben 6. Oder? Lohnt sich da was auszugeben? Ich würde sagen, oder? Kaufen wir mal. Jetzt haben wir noch einen Krähe. Errungenschaft freigeschaltet. Des Kaisers neue Leiber.
spielen wir mit Holzfäller Jack weiter, oder? Warum nicht? Einkauf beenden. Ich spiele mit Holzfäller Jack weiter. Was? Aber nee, können wir es auch anziehen? Dann kriege ich mal die Audio. Ich muss gerade eben die Musik mal ein bisschen leiser machen. Tut mir leid. Das hat mir gerade ordentlich auf den Ohren wehgetan. Generell mal hier ein bisschen leiser. Ja, okay. Können wir es anziehen hier? Ich würde gerne mal ausrüsten. Holzfäller Jack. Und weiter geht's mit ihm. Holzfäller Jack am Start. Sehr schön. Wenn wir die Deko zerstören. Dann sammeln wir auch mal weitere Krähenschnäbel, dann können wir uns irgendwann den Cowboy-Look leisten. 26 habe ich schon eingesammelt, jetzt habe ich nur noch einen. Für die nächsten 10 gibt es den Cowboy-Look. Gut. Ich frage mich, warum Noah gerade nicht da ist. Der hat schon vorhin Erster geschrieben, also der war schon, als ich gestern den Stream angekündigt habe, hier, als ich den schon hochgeladen habe, war der schon hier vorhanden, hat sich schon gemeldet. Der hat sich schon gemeldet, als das Stream noch gar nicht aktiv war. So sieht's aus. Wir haben einen neuen Krähenstapel, 27. Ja gut, wird wohl was dazwischen gekommen sein bei Noah. Immer was trinken, das füllt meine Energie wieder auf. Muss nicht sterben gehen. Gut. Krähenschnibbel, da ist doch noch einer. Sehr gut, 8 von 20. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Werden wir am Ende sehen. Wenn ich dann nur 8 von 20 eingesammelt habe und wir gleich am Ende sind. Ja, noch ein bisschen dauert das hier, das erste Kapitel. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ich weiß es ja vom Netztest. Okay. Und Modi sagt weiterhin, wenn er was sieht, was ich nicht sehe. Dafür ist der Streamchat ja da, dafür streamt man, damit man mehrere Augen hat. Damit auch mal der Chat mal was sagen kann. Wenn ich es anders haben wollen würde, würde ich es ohne Stream spielen, würde ich es als nicht live Let's Play spielen. Dazu gehört es ja für einen live Let's Play, dass der Chat mithelfen kann. Das Mehraugenprinzip. Seid ihr mit dran schuld, wenn ich jetzt hier nicht alles kriege. Das ist das Modi mit Schuld. So sieht's aus. Was sind wir zurückgelaufen oder was? Die hatten wir schon. Bin ich zurückgesprungen oder was? Kann auch gar nicht sein. Hat mich so sehr gedreht, dass jetzt hier die Orientierung verloren habe. Dann müssen wir aufs andere Seite. Die andere Seite. So, hier kann man her, da müssen wir hier erstmal rüber. Damit ich die Orientierung verliere. Dann bin ich schon mal zurückgesprungen hier. Nein. Puh. Gerade so noch hier. Ach verdammt. Gerade so noch. Der Fluch wurde 5-mal gebrochen. Zum Glück haben wir hier gespeichert. Save Points sind auch einigermaßen human. So. Na komm hier. Sehr gut, da sind wir schon weiter.
Machen wir noch eine Ehrenrunde. Drehen wir eine Ehrenrunde. So, da hoch muss ich. Da ist noch ein Schädel. Den habe ich doch gesehen. Da, hier hoch. Nein, von 20. Das scheint mir doch einigermaßen gut zu sein, oder? Ich habe bestimmt schon den einen oder anderen übersehen. Ein oder zwei Schädel habe ich schon übersehen, aber trotzdem 9 von 20, das ist glaube ich nicht das schlechteste Ergebnis. Ganz schlechter. Geht schlechter. Ah. Lampe zerstört, da gibt es bestimmt auch ein Archivment für, wenn man alle Lampen zerstört hat. Oh ja. Schädel 10 von 20. Ich habe die am Anfang ausgelassen, aber ich fange hier trotzdem schon an. Das gibt Lebenspunkte. Ein bisschen Mais ernten. Zack. Ich hätte die Krähe ausgeschaltet. Da geht es den Berg hoch. Da gibt es noch einen Krähenschnabel. Sehr gut. Bei 19 müssten wir genug Punkte haben, um uns den nächsten Avatar zu kaufen. Das nächste Outfit. Cowboy Jack. Wo was? Ich sehe sie kommen. Achso, hier. Die ersten habe ich schon mit der Krähe ausgeschaltet. Ja, hier. Volle Möhre drauf. Hinter mir. Einer. Da komm. Krähe. Stand so dicht dran, das hätte ich auch so lösen können. Bisschen Mais ernten. Das bringt Lebenspunkte. Den Kasten zerstören. Kürbis. Kürbisernte. Den Baum fällen können wir nicht. Dann können wir die Lichter kaputt machen. Das bringt dann auch ein bisschen was. Sehr gut. Ich habe gelernt, wie man sich heilt. Sehr gut, mit Topfit. Und weiter geht's. Da kommen wir in die Scheune. Kürbis ernten. Lampe zerstören. Das ist sehr gut. Wenn man Mr. Eule. Wie deinen neuen Körper hier gar nicht. Wie was? Schlüpf schnell raus und wirf einen Blick hinein. Rausschlüpfen? Aus meinem Körper? Oder was? Was denn sonst? Deine Körper ist nur eine Hülle. Manchmal reicht auch schon ein kluges Köpfchen. Warte. Willst du damit sagen, dass er seinen Kopf einfach abtrennen kann? Das ist ja widerlich. Hält den Schnabel, Vogel. Komm schon, Jack. Lass die Hüllen fallen und ab mit dem Kopf. Ab mit seinem Kopf. Jetzt benutzen. Reißt er sich den Kopf ab. Oh, und da sind wir der Kopf. Mhm. Okay. Nun ja, du hast immer noch deine Wurzeln zum Laufen, Springen und Angreifen. Oh, bitte nicht. Können wir es noch? Ah, jetzt können wir es hier verschieben. So müssen wir jetzt zum Hebel müssen wir hin, oder? So, hier. Na komm. Kopf. Wurzelkopf. Kratenwurzelkopf. So. So, die anderen noch herholen und drauf stapeln. Ich glaube, die muss oben drauf, oder? Müssen die nicht übereinander? Dann werden wir schon sehen. Achso, einen hier unten und einen da oben. Befürchte ich mal. So, hier und einen. So, hier. Achso, einen brauche ich noch zum Hebeln.
zerstört ihn noch, bevor wir sie einsetzen können. Ich hoffe, die sind unkaputtbar, die Kisten hier. Okay, einer muss noch darüber. So, dann hier noch. Sehr gut. Ah, okay, verstehe. Muss der jetzt hier noch auf die andere Seite of Light live. Zwei versucht Englisch zu reden. Augenroll. Jutscheine geöffnet oder was? Sesam, öffne dich. Sesambrötchen, schließe dich. Ein Dislike, ja, von dem Deppen Level, dass ich mit YouTube aufhöre. Ich weiß. Mein Laptop will einen Neustart haben. Kriege ich da gerade nicht. Den brauche ich, um den Chat zu lesen. Abends neu starten. Gibt's wieder ein Windows-Update? Oder was? War doch letztens erst Windows-Update. So ist es besser. So gespeichert. Gespeichert haben wir. Jetzt suche ich nochmal eine Laterne zerstören. Die Kisten wahrscheinlich nicht. Um die Laterne genau kaputt zu machen. Ab in die Scheune runter. Wir haben uns schon ein bisschen gespoilert, weil ich ja schon... Du weißt schon, dass man mit Feuer Dinge in Brand setzt, oder? Ja. Haben wir jetzt selbst zu verursachen. Haben wir jetzt selbst kaputt gemacht, die Scheune. Haben die Scheune selbst in Brand gesetzt. Hätten wir durch. Hätten wir wahrscheinlich sowieso nicht verhindern können. Aber gut. Fiese Ratten hier. Ratten, die mich aufhalten wollen. Okay, hier gibt es noch einen Krähenschnabel. 12 von 20. Wie viel hast du gefunden, Morty, im ersten Level? Ja, aber jetzt hör doch endlich auf mit YouTube. Schreibt Morty. Nö, niemals. Ich feiere im Februar mein 5-jähriges YouTube-Jubiläum. Ich bin noch nicht blöd, jetzt aufzuhören. Ach so, hier müssen wir runter, oder was? Da brennt die Hütte schon. Hier müssen wir weiter. Wie viel hast du gefunden, Modi? 17 von 20. Okay, 13 habe ich hier gerade. Mal schauen. Ja gut, einen habe ich ja schon übersehen, den du gesehen hast. 13, vielleicht kommen wir noch aufs selbe raus. Wahrscheinlich nicht, weil nach dieser Hütte ist es vorbei. Obwohl, wir haben ja doch noch die brennende Scheune. Habe ich ja schon gespoilert. Da müssen wir dann auch noch durch. Durch die brennende Hütte. Das wird das Schwierigste. Da bin ich am häufigsten gefailt, als ich die Demo-Version gespielt habe. Aber gut. In der Demo-Version war, glaube ich, nur das erste Level spielbar. Ja, wir sind ja hier noch im ersten Level. Wir machen hier Demo-Version-Content. Sepp hat das Spiel uns auch angeboten, dass wir das schon überspringen. Wenn wir die Demo-Version ja schon gespielt hat, hat sich intelligenterweise gemerkt, dass wir das hier schon gemacht haben. Ist hier halt nochmal live. Lampe zerstört. Ich glaube, ich will da mal rüber. Hier. Will ich da rüber? Ne, hier gibt es nichts zu sehen. Da habe ich hier irgendwo eine Krähe. Ein Krähenschnabel. Und der Boss. Was für ein Boss? Na, den habe ich noch nicht gesehen. Den Boss. So weit bin ich in der Demo noch nicht gekommen. Wenn ich jetzt hier 18 Krähenschnäbel finde,
wenn es Mutti nur 17 hat, dann das wär's. Ich glaube es aber nicht. Momentan noch nicht 13 oder 14. Es wird nichts. Wenn wir 14 oder 15 schaffen, dann ist das noch. Können wir froh sein. Böse Ratte. Skeletten und Ratter. Ratten. Skeletten und Rattern. Den Skrill hilft mir mal ein bisschen. Hier noch jemand. Da kommt noch eine Ratte. Ach Mensch, die Ratten. Ist doch nervig hier. Eine Plage. Es gibt nur eine Ratte, die ich mag, und das ist Ratte. Ja, Insider-Witz. Es gibt auf meinem Server, auf meinem Discord-Server jemanden, der ist Ratte. Insider erklärt. So, waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Hier kommen wir her, wenn ich mich nicht irre. Hier sind wir gerade runter. Auf der Suche nach neuen Krähenschnäbeln. Hier leuchtet es doch so schön. Nein. Wir sitzen heute weiter am Brand. Ich brauche Heilung. Nein. Es brennt hier gleich alles. Sorry, nicht meine Absicht. Ah. Hier brennt wieder mehr. Können wir wahrscheinlich eh nicht verhindern, dass sich das anzündet. Wenn wir hier alle Brute jagen wollen, dann ist das sowieso obligatorisch, dass wir die Zünder anbrennen, die Hütte anbrennen. Sind wir wieder hier wieder runter. Hier hinten noch was? Ja, jetzt noch ein Krähenschnabel. 14 von 20. Sehr gut. Wenn du besser bist, dann verletztes Smiley, Faust Smiley, wütendes Smiley. Aha. Ich bin aber nicht besser. Ich mach das nicht. Hier ist noch ein Krähenschnabel. 15 von 20. Selbst wenn ich besser machen, selbst wenn ich besser wäre, dann würde ich mich dumm stellen, dann würde ich mit Absicht schlechter skillen, um den Spaß mit zu behalten. Das ist einfach, würde ich mit Absicht Fehler begehen. Das ist halt einfach meine Art, Dead Space zu machen. Fails zu zeigen und ja, zu scheitern. Scheitern gehört mit dazu. Scheitern muss man auch können. Ist auch eine Kunst, scheitern zu können. Jeder scheitert, aber das Scheitern ertragen zu können, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Jetzt haben wir nochmal einen Save Point. Ich hoffe, ich habe keinen Krähenstahl übersehen. So ist es besser. Okay, weiter geht's hier. Können wir hier mal ein bisschen Feuer legen. Da brennt es eh schon. Ich sehe es doch schon. Mal ein bisschen was zerstören. Hier kommen noch ein paar Skelettschädel. Nein. Wir werden vom Feuer besiegt hier. Damals die Skelette getötet. Was? Was stand da? Irgendwas mit 6 Cent. Konnte ich so schnell nicht lesen. Irgendein dummer Spruch.
die Skelette wieder. Na komm. Hoppla, du hast wohl eine Kerze umgeworfen, Jack. Nicht nur eine. Schnell weiter hier. Kann man die Tür irgendwie aufmachen? Ach du Scheiße. Riecht irgendwie verbrannt, oder? Das nennt man Internethumor. Und jetzt habe ich ganz unabsichtlich während des Redens mein gut platziertes Glas umgestoßen. Oh nein. Jetzt bin ich aus Versehen, während ich den Chat vorgelesen habe, gestorben. Oh nein. Der große Jack wurde siebenmal besiegt. Jetzt habe ich gar nicht auf das Spiel geachtet und Mordys Kommentar vorgelesen. Mordy ist schuld. Schneller Jack, die Scheune stürzt ein, gleich ein. Womit wir wieder dort wären, wo wir angefangen haben. Das kennt er vom Anfang des Spiels. Kane-Schnabel. 16 von 20. Ja, mal schauen, ob ich jetzt mich hier besser anstelle als in der nicht veröffentlichten Demo. Ja, die Demo habe ich schon veröffentlicht, also das letzte ist schon, aber... Da habe ich hier eine Stunde viel gebraucht. Vielleicht bin ich es ja besser. Sterbe ich jetzt hier seltener. Wird das hier etwa sogar mit First 2? Wahrscheinlich nicht, aber... Das wäre zu gut. Ja, ich kenne das ja jetzt schon. Das ist eine Demo-Version, die ich schon mal verkackt habe. Ich weiß ja schon, woran ich hier bin. Ich komme erstaunlich weit. Oha! First Try! Glaubt man's? Glaubt man's? First Try! Ich hab's nicht hochgeladen, weil es zu peinlich war, aber ich hab für diese Sequenz, für diese Scheune. Wow, du hast hier ganz schön aufgeräumt, Jack, aber diese schreckliche Vogelscheuche ist irgendwie verschwunden. Die ist bestimmt... Ja, jetzt habe ich nicht mehr gelesen. Hier mal dringend speichern. Da habe ich wirklich... Ich habe da eine Stunde für gebraucht. Da habe ich es rausgeschnitten, weil ich so lange... Weil ich das nicht überziehen wollte. Das ist einfach... Und einen Krähenschnabel haben wir gefunden. Gut, es ist schon 19 Uhr. Ich wollte jetzt eigentlich beenden, aber ich glaube, das Level machen wir jetzt noch zu Ende. Das Level machen wir hier noch. Ist ja nicht mehr weit, oder? Wenn wir die Scheune geschafft haben, ist jetzt hier... Jetzt haben wir hier schon den Boss wahrscheinlich. Und einen Krähenschnabel übersehen. Wahrscheinlich. Wer ist da? Zeig dich! Das ist sie. Rechts. Was für ein fieses Scheißal. Kein Grund zur Aufregung. Das ist doch nur ein stinknormale Vogelscheuche. Hat sie mich gesehen? Bitte sag, dass sie mich nicht gesehen hat. Aha, sieh an. Wie, wenn das nicht unser kleiner Piepmatz ist. Ah, sie hat mich gesehen. Weg, fort, schnell. Und jetzt Speedrun. Vergiss es. Vergiss es, Mordy. Jetzt krieg ich jedoch nicht gleich den Flattermann. Und was dich betrifft, wird Zeit, dass du dich vom Acker machst. Ich hab schon gehört, dass du dich hier rumtreibst, Jack. Wir minder bemittelten Monster sind wohl nicht mehr gut genug für den alten Meister, was? Ich habe meine eigenen Gründe, Vogelscheucher. Und wenn du dich nicht selbst aus dem Weg räumst, mache ich auch gerne einen Nahkampf aus dir. Die Scheune hast du ja schnell erfolgreich angezündet. Der Teufel besitzt wirklich die Frechheit einer abtrünnigen Seele, wie dir unseren Job zu überlassen. Nun, dann wollen wir ihm mal zeigen, was seine ach so tollen Menschen alles können, lebendig oder tot. Dann schicke ich dich wieder unter die Erde, da fehlt ein dich. Dann kannst du die Kürbisse von unten ansehen. Ja, werden wir mal sehen, wer Odin kann fliegen. Ach du Scheiße. Na komm, Krähe, hilf mir doch mal ein bisschen. Nein, ich will noch nicht sterben. Ich hätte schon zweimal angreifen können mit der Krähe. Na komm. Verdammt, ich bin hier gleich tot. Verdammt. Warum klicke ich nicht?
Also positionieren uns los. Sehr gut. Beim Angreifen hier. Ja, ich bin gleich Game Over. Hier. Bin gleich tot. Ach, die Dinger auch noch. Verdammt. Das war klar. 8-mal besiegt. Ja. Fürst Trey war ja hier. War nicht zu erwarten. Können wir wenigstens den Dialog gleich skippen? Das wäre mir ganz lieb. Die brennende Scheune. Wenn wir das nicht nochmal machen müssen. Jetzt unaufgeladen dort zum. Na, das ist jetzt. Sekunde. Wir können den Skelett besiegen, dadurch kriegen wir neue Energie. Ist ja auch mal gespeichert, damit wir die Schurken schon besiegt haben. Gibt es hier noch irgendwo einen Krähenschnabel, den wir übersehen haben? Ja, hier. 17 von 20. Sehr gut. Den einen haben wir übersehen bei der, beim Turm, da hat Mordi ja gesagt. 17 von 20 habe ich genauso viel wie Mordi. Nicht gleich auf. Sehr gut. Ach verdammt. Nein, 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 nein. So darf das hier nicht enden. Ich muss irgendwo mal Stopp machen. Und mal hier. Die Scheuche angreifen. Nein, 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 nein. Ich bin nicht so gelenkig hier mit den Tasten. Verdammt. Ich muss rechtzeitig zurück und dann hier nochmal angreifen. Verdammt, falsche Taste. Die Scheuche mal runterholen. Zu spät. Der war schon auf meinem Weg. Sehr gut. Jetzt mal. Volle Möhre drauf. Verdammt. Nein. So wird das doch nie was. Da kriegen wir neue Lebenspunkte, wo wir die besiegen. Verdammt, an Skeletten scheitere ich immer wieder. Lull, schreibt Mordi. Neunmal bei seiner Mission gescheitert. Ja gut, einmal machen wir es noch. Den 10. droht, dann. Dann verlege ich das auf den nächsten Stream. Einen Versuch starten wir noch hier. Gut, na dann. Machen wir noch einen Versuch hier. 10 Tote müssen reichen für dieses. Habe ich angekündigt. 10 Tote schaffen wir locker. Noch. 10 Tote oder ein Sieg. Verdammt, es geht besser. Nein, die verdammten Skelette hier. Okay, die haben wir überlebt, Skelette. Nein. Das werden wir doch niemals schaffen. Zu spät losgeschickt. Den kann man doch relativ gut ausweichen. Die müssen wir wahrscheinlich dreimal treffen. Wie gute Bosse halt so sind. Nein, jetzt kommen die Skelette wieder. Die haben verkackt. Gut, immerhin. Besser als. Du kannst die Wellen durch Rollen überleben. Wir können die Wellen auch. Achso, ja. Gut, ich glaube, ich lasse das jetzt mal gut sein hier an dieser Stelle. Du machst 10-mal das Jack den Hinter. Was, irgendwas. Ja, so schnell kann ich das nicht lesen. Sorry. Langsam Leser. Gut, na dann. Lass das hier für den heutigen Stream. Fürs Halloween-Special gut gewesen sein. Gut, und dann würde ich mal sagen, da habe ich nach oben tatsächlich gefallen haben lassen, aber dann neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part der Streamaufzeichnung wieder. Und für die Zuschauer geht es jetzt hier im Halloween Special Stream weiter.